Nürnberg, 1. Oktober 1946. Nach mehr als 10-monatiger Verhandlung werden die Urteile gegen 21 Angeklagte verlesen, die zu den wichtigsten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Führern des nationalsozialistischen Deutschlands gehören. Diese hochrangigen Vertreter des verbrecherischen Naziregimes müssen sich endlich vor einem internationalen Militärtribunal verantworten, das sie für ihre unsäglichen Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs bestrafen soll. Es ist nur der erste von vielen Kriegsverbrecherprozessen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg stattfanden und sollte eine Warnung für Kriegsverbrecher und Diktatoren in aller Welt werden. Nachdem das wahre Ausmaß ihrer Verbrechen, insbesondere an den Juden, offenbar geworden ist, werden 12 der 21 Angeklagten zum Tod durch den Strang verurteilt. Einer von ihnen ist Julius Streicher, der Gründer und Herausgeber der antisemitischen Zeitung Der Stürmer. Julius Streicher wurde am 12. Februar 1885 als 9. Kind eines Volksschullehrers in Fleinhausen bei Augsburg geboren. Ab 1904 arbeitete Julius Streicher auch als Lehrer. Schon damals fiel er durch seinen Jähzorn und sein diktatorisches Gehabe auf. 1909 wurde Streicher nach Nürnberg versetzt, wo er 1913 Kunigunde Roth heiratete, die Tochter eines Bamberger Bäckers und Brauers. Aus der Ehe gingen 2 Söhne hervor. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914. Streicher meldete sich zur Reichswehr und diente im 6. Bayerischen Reserve-Infanterieregiment. Trotz Verwarnungen wegen Disziplinlosigkeit wurde er Leutnant und mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet. Der Erste Weltkrieg endete am 11. November 1918, als die deutsche Delegation im Wald von Compiègne in Frankreich den Waffenstillstand unterzeichnete. Das Trauma der deutschen Niederlage und die Umwälzungen der unmittelbaren Zwischenkriegszeit bewegen Streicher zu radikalen politischen Aktivitäten. 1919 trat er dem Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund bei, einer antisemitisch-völkischen Organisation. Hier zeigte Streicher zum ersten Mal die scharfe antisemitische Rhetorik, für die er später berüchtigt werden sollte. Bald darauf war er an der Gründung des Nürnberger Flügels der Deutsch-Sozialistischen Partei, DSP, beteiligt, die rechtsradikale, antikatholische und antisemitische Grundsätze vertrat. Als Mitglied des Reichsvorstands versuchte Streicher, die DSP in eine radikalere, antisemitische Richtung zu lenken. Ein Versuch, der auf Widerstand stieß. 1922 war er an der Gründung der Neustädter Gruppe der Deutschen Werkgemeinschaft beteiligt, aus der am 16. März 1923 die dortige NSDAP-Ortsgruppe hervorging, deren Chronik auch den Antisemitismus Streichers dokumentiert. Nach der Auflösung der DSP im Herbst 1922 gründete Streicher am 20. Oktober 1922 in Nürnberg in Anwesenheit Adolf Hitlers die Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP. Als eines der ersten Mitglieder der NSDAP zählte er zu der alten Garde der Nazis. 1923 gründete Streicher seine radikal antisemitische Zeitung Der Stürmer. Am 8. und 9. November 1923 versuchte die NSDAP unter Adolf Hitler und General Erich Ludendorff die deutsche Regierung zu stürzen. Die Verschwörer hofften, mit einem Marsch auf Berlin eine nationale Revolution auszulösen, doch der Aufstand scheiterte kläglich. Bei Gefechten mit der Münchner Polizei wurden 15 NSDAP-Mitglieder, ein Schaulustiger und 4 Polizeibeamte getötet. Dieser versuchte Staatsstreich, an dem auch Streicher beteiligt war, wurde als Bürgerbräuputsch bekannt. Die Redelsführer, darunter Adolf Hitler, wurden verhaftet. Hitler wurde des Hochverrats für schuldig befunden und zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt, wovon er jedoch nur 8 Monate verbüßte. Wegen dieser Aktivitäten wurde Streicher vom Lehramt suspendiert und leitete in den folgenden Jahren eine lokale Tarnorganisation, die die Geschäfte der verbotenen NSDAP weiterführte. Nach Hitlers Entlassung aus dem Gefängnis ernannte er Streicher zum NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken, später umbenannt in Gaufranken. Zwischen 1924 und 1932 war er Mitglied im Bayerischen Landtag. Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers und der NSDAP im Januar 1933 und in den ersten Monaten des nationalsozialistischen Regimes war Streicher Vorsitzender des Zentralausschusses zur Abwehr jüdischer Gräueltaten und Boykotthetze. In dieser Funktion half er, den eintägigen Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 zu organisieren.
Dieser Boykott, der sich gegen jüdische Unternehmen und Berufstätige richtete, war die erste landesweite Aktion gegen die Juden. Er wurde als Vergeltungsmaßnahme und Racheakt gerechtfertigt gegen die Gräuelpropaganda, die deutsche und ausländische Juden angeblich mit Hilfe ausländischer Journalisten in der internationalen Presse verbreiteten, um das Ansehen Nazi-Deutschlands zu schädigen. Am Tag des Boykotts marschierten Mitglieder der SA, einer paramilitärischen Organisation, die mit der NSDAP verbunden war, vor Kaufhäusern und Geschäften auf, die sich in jüdischem Besitz befanden, sowie vor den Praxen von Ärzten und Rechtsanwälten. Der Davidstern wurde in gelber und schwarzer Farbe auf Tausende von Türen und Fenstern gemalt, ergänzt durch antisemitische Slogans. Es wurden Schilder mit der Aufschrift »Kauft nicht bei Juden« und »Die Juden sind unser Unglück« aufgestellt. In ganz Deutschland kam es zu Gewaltakten gegen Juden und jüdisches Eigentum. Die Polizei griff jedoch nur selten ein. Obwohl die landesweite Boykottaktion, die von den örtlichen Parteichefs der NSDAP organisiert wurde, nur einen Tag dauerte und von vielen Deutschen ignoriert wurde, die weiterhin in jüdischen Geschäften einkauften, markierte sie den Beginn der landesweiten Kampagne der NSDAP gegen die gesamte jüdische Bevölkerung Deutschlands. Eine Woche später erließ die Regierung ein Gesetz, das die Beschäftigung im öffentlichen Dienst auf Arier beschränkte. Jüdische Staatsbedienstete, einschließlich Lehrer an öffentlichen Schulen und Universitäten, wurden entlassen. Ein wichtiger Faktor der NS-Ideologie war die Definition des Feindes und derjenigen, die eine Bedrohung für die sogenannte arische Rasse darstellten. Die nationalsozialistische Propaganda trug wesentlich dazu bei, den Mythos der Volksgemeinschaft zu verbreiten und zu bestimmen, wer ausgeschlossen werden sollte. Die Juden wurden als Hauptfeind betrachtet, waren jedoch nicht die einzige Gruppe, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden sollte. Dazu gehörten auch Roma und Sinti, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Deutsche, die als genetisch minderwertig und schädlich für die Volksgesundheit angesehen wurden, wie zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen oder körperlichen Behinderungen, Epileptiker, Gehörlose und Blinde, Alkoholiker und Drogenabhängige. Obwohl die meisten Deutschen antijüdische Gewalt missbilligten, ging die Abneigung gegen Juden, die in schweren Zeiten leicht geschürt werden konnte, weit über die Parteigänger der NSDAP hinaus. Die Mehrheit der Deutschen nahm die Diskriminierung der Juden zumindest passiv hin. In einem Bericht, den ein Beobachter im Januar 1936 für die deutschen sozialdemokratischen Parteiführer im Exil erstellte, hieß es: „Das Gefühl, dass die Juden eine andere Rasse sind, ist heute ein allgemeines Gefühl." Propagandakampagnen schufen eine Atmosphäre, die Gewalt gegen Juden tolerierte. Die Dämonisierung der Juden diente auch dazu, die deutsche Bevölkerung auf härtere Maßnahmen wie Massendeportationen und schließlich den Völkermord vorzubereiten. Eines der zentralen Elemente der nationalsozialistischen Propagandamaschine war Streichers antisemitische Zeitung Der Stürmer, die 1935 eine Spitzenauflage von 600.000 Exemplaren erreichte. Der Stürmer, der sehr oft Karikaturen von Juden zeigte, zeichnete sich durch eine Kombination aus Antisemitismus und pornografischer Besessenheit aus. Eines von Streichers ständigen Themen war die sexuelle Vergewaltigung ethnisch deutscher Frauen durch Juden, ein Thema, das er nutzte, um halbpornografische Traktate und Bilder zu veröffentlichen, die entwürdigende sexuelle Handlungen zeigten. Streichers Der Stürmer wurde zu einem Medium der politischen Pornografie. Die Faszination für die pornografischen Aspekte der Propaganda im Stürmer war für viele Antisemiten ein wichtiges Merkmal. Seine Darstellung der Juden als unmenschlich und böse gilt als maßgeblich für die Entmenschlichung und Ausgrenzung der jüdischen Minderheiten in den Augen der einfachen Deutschen und schuf damit die Voraussetzungen für den späteren Holocaust. Streicher propagierte einen vernichtenden und ungewöhnlich vulgären Antisemitismus, der ihm sogar innerhalb seiner Partei Kritik einbrachte. In einer seiner Reden erklärte er, der Samen eines Juden sei ein fremdes Eiweiß, das beim Geschlechtsverkehr in das Blut einer arischen Frau gelange und von dort aus ihre Seele vergifte. Streicher behauptete, dass eine solche arische Frau nach nur einer solchen sexuellen Begegnung quasi jüdisch geschwängert sei und keine arischen Kinder mehr gebären könne, sondern nur noch Bastarde. Streichers Verlag, der finanziell sehr erfolgreich war und ihn zum Multimillionär machte, brachte auch drei antisemitische Kinderbücher heraus, darunter Der Giftpilz.
Es wurde zu einem der am verbreitetsten Propagandabücher, in dem deutsche Kinder mit der Metapher eines attraktiven, aber tödlichen Pilzes vor den Gefahren gewarnt wurden, die angeblich von Juden für sie selbst und für die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen ausgingen. 1936 veröffentlichte Streicher auch »Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid«, ein antisemitisches Bilderbuch für Kinder, das von der damals 20-jährigen Elvira Bauer, einer Kindergärtnerin, Kunststudentin und Nazi-Anhängerin, verfasst wurde. In dem Buch werden Juden als Kinder des Teufels dargestellt, als böse Kreaturen, denen man nicht trauen kann, und als krasser Gegensatz zu idealisierten Ariern. Das Buch, das in einer Auflage von mindestens 70.000 Exemplaren gedruckt wurde, ist in 10 Abschnitte unterteilt, von denen einer lautet: Der Vater der Juden ist der Teufel. Nazi-Propagandawerke wie dieses wurden verwendet, um die deutsche Jugend mit der NS-Rassenideologie zu indoktrinieren. Trotz des Erfolgs seines Stürmers und seiner engen persönlichen Beziehung zu Hitler wurde Streicher von führenden Funktionären als sprunghaft und unberechenbar angesehen. Obwohl er als Verbreiter eines virulenten und oft lüsternen Antisemitismus für die deutschen Massen nützlich war, machte er sich in Parteikreisen Feinde mit seinem jähzornigen Temperament, seinem rücksichtslosen Ehrgeiz und seiner aggressiven Selbstbereicherung, hauptsächlich aus jüdischem Besitz, der im Zuge der Arisierung beschlagnahmt oder gekauft wurde. Um sich vor Kritik zu schützen, verließ sich Streicher auf Hitlers Protektion. Der Führer erklärte den Stürmer zu seiner Lieblingszeitung und sorgte dafür, dass jede Wochenausgabe in speziellen Glasvitrinen, den sogenannten Stürmerkästen, zur öffentlichen Lektüre ausgelegt wurde. Julius Streicher war auch für seine perversen sexuellen Eskapaden bekannt. Konkurrierende NS-Parteifunktionäre wie Hermann Göring verbreiteten, dass er politische Gefangene vergewaltige. Als Gauleiter von Franken erhielt er den Spitznamen Frankenführer, König von Nürnberg und Bestie von Franken. Im August 1938 ordnete Streicher die Zerstörung der großen Synagoge von Nürnberg an. Später behauptete er, seine Entscheidung beruhe auf seiner Missbilligung ihrer architektonischen Konstruktion, die seiner Meinung nach das schöne deutsche Stadtbild verunstaltete. Trotz seiner besonderen Beziehung zu Hitler geriet Streichers Position nach 1938 ins Wanken. Während der Reichspogromnacht vom 9. bis 10. November 1938 wurden allein in Nürnberg 11 Menschen ermordet. Die Juden in Streichers Gau Franken, dessen Hauptstadt Nürnberg war, wurden mit psychischer und physischer Gewalt gezwungen, ihren Besitz zu verkaufen, Häuser und Geschäfte an Streicher oder an von ihm benannte Personen abzutreten. In vielen Fällen betrugen die Entschädigungszahlungen weniger als 10% des tatsächlichen Wertes. Auf dem Treffen führender nationalsozialistischer Funktionäre, das am 12. November 1938 unter dem Vorsitz von Hermann Göring stattfand, wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die Streichers Arisierungen wegen Korruption stoppte. Die Kommission störte sich nicht daran, dass die Juden im Nürnberger Bezirk ausgeraubt und ermordet worden waren, sondern daran, dass Streicher sich bereichert hatte, wozu er aus nationalsozialistischer Sicht nicht berechtigt war. Darüber hinaus wurde Streicher vorgeworfen, unwahre Geschichten über die Impotenz des Oberbefehlshabers der deutschen Luftwaffe Hermann Göring zu verbreiten, dessen Tochter ein Produkt künstlicher Befruchtung sei. Görings Tochter Edda wurde am 4. November 1938 in Karinhall, dem Landsitz von Hermann Göring, getauft und Adolf Hitler wurde ihr Taufpate. Streicher wurde auch mit unverhohlenem Ehebruch und mehreren wütenden verbalen Angriffen auf andere Gauleiter konfrontiert. Selbst hochrangige Parteikollegen hielten ihn für nicht ganz zurechnungsfähig, obwohl er Hitlers persönlichen Schutz genoss. Streicher wurde schließlich vor das oberste Parteigericht gestellt und für führungsuntauglich befunden. Am 16. Februar 1940 wurden ihm seine Parteiämter entzogen und er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Obwohl ihm die Einreise nach Nürnberg untersagt wurde, durfte er auf Anordnung Hitlers den Titel eines Gauleiters behalten und die dazugehörige Uniform tragen. Der Stürmer und der dazugehörige Verlag, mit dem Streicher Millionen von Reichsmark verdiente, wurden ihm auf Anweisung Hitlers überlassen. Trotz seines zweifelhaften Rufs hielt Hitler an Streicher fest, den er als treuen Freund betrachtete. Streicher lebte dann auf einem Gutshof, dem Streicherhof, 20 Kilometer von Nürnberg entfernt. Im Jahr 1943 starb Streichers Frau Kunigunde Streicher nach 30 Jahren Ehe.
Als Deutschland im Mai 1945 vor den Alliierten kapitulierte, entschloss sich Streicher, wie er später sagte, nicht zum Selbstmord. Stattdessen heiratete er seine ehemalige Sekretärin Adele Tappe. Schließlich wurde Streicher am 23. Mai 1945 an seinem Fluchtort in den Alpen verhaftet. Streicher, ein radikaler Antisemit, der sich als Maler mit dem Namen Seiler ausgab, wurde von amerikanischen Soldaten der 101. Airborne Division verhaftet, die unter der Leitung von Major Henry Plitt, der jüdische Wurzeln hatte, angeführt wurde. Damals kursierte in der Öffentlichkeit die Nachricht, dass der größte Judenhasser von einem Juden verhaftet worden sei. Bei seinem Verhör erweckte Streicher den Eindruck, geistig verwirrt zu sein. In Nürnberg wurde er dann vor Gericht gestellt, angeklagt der Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschheit. Während des Prozesses zeigte Streicher im Gerichtssaal zum letzten Mal das theatralische Talent, das ihn zuvor berühmt gemacht hatte. Er beantwortete Fragen seines eigenen Verteidigers mit Hetzreden gegen Juden, die Alliierten und das Gericht selbst musste von den Gerichtsbeamten häufig zum Schweigen gebracht werden. Außerdem spickte er seine Aussage mit Verweisen auf Passagen aus jüdischen Texten, die er so oft sorgfältig ausgewählt und in den Seiten des Stürmers eingefügt hatte. Edward Gardner, ein ehemaliger Soldat der US-Armee, der während der Nürnberger Prozesse 6 Monate lang Adolf Hitlers Schergen bewachte, erinnerte sich viele Jahre später daran, dass Julius Streicher, wenn er zum Gericht ging, die Soldaten immer nach Kaugummi fragte. Streicher wurde von allen anderen Nürnberger Angeklagten weitgehend gemieden. Morgens machte Streicher seine Leibesübungen auf dem Boden der Gefängniszelle, spülte dann die Toilette und wusch sich das Gesicht mit dem Toilettenwasser, wodurch er zum sogenannten schmutzigen alten Mann des Gefängnisses wurde. Außerdem erfand er zahlreiche Anschuldigungen. Streicher behauptete, er sei nach seiner Gefangennahme von den alliierten Soldaten misshandelt worden. Seinen Angaben zufolge befahlen sie ihm, sich in seiner Zelle tagelang unbekleidet aufzuhalten, verbrannten ihn mit Zigaretten, die er mit seinen nackten Füßen löschen musste, ließen ihn nur Wasser aus einer Toilette trinken, zwangen ihn, die Füße schwarzer Soldaten zu küssen und schlugen ihn mit einer Peitsche. Er behauptete ferner, dass einige der Soldaten ihn auch bespuckten und ihm den Mund aufrissen, um hineinzuspucken. Außerdem beschwerte sich Streicher darüber, dass all seine Richter Juden waren. Die meisten Beweise gegen Streicher stammten aus seinen zahlreichen Reden und Artikeln, die er im Laufe der Jahre gehalten hatte und die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft so aufrührerisch waren, dass er sich der Beihilfe zum Mord schuldig machte und damit ebenso schuldig war wie diejenigen, die die Massenvernichtungen der Juden tatsächlich angeordnet hatten. Sie argumentierten ferner, dass er seine antisemitische Propaganda auch dann noch fortgesetzt habe, als er von der Ermordung der Juden durch Berichte und Fotos wusste. Streicher behauptete jedoch, er habe nichts vom Holocaust gewusst und sei lediglich ein Naturliebhaber gewesen, der die Ausländer aus dem Land haben wollte. Am 1. Oktober 1946 sprach das Internationale Militärtribunal Streicher von der Anklage Verbrechen gegen den Frieden frei, befand ihn jedoch für schuldig, Verbrechen gegen die Menschheit begangen zu haben und verurteilte ihn zum Tod durch den Strang. In der Urteilsbegründung hieß es unter anderem: Wegen seiner 25 Jahre währenden Reden, Schriften und Hasspredigten gegen die Juden war Streicher weithin als Judenhasser Nummer 1 bekannt. In seinen Reden und Artikeln infizierte er Woche für Woche, Monat für Monat den deutschen Geist mit dem Virus des Antisemitismus und stachelte das deutsche Volk zur aktiven Judenverfolgung an. Streichers Aufwiegelung zu Mord und Vernichtung zu einer Zeit, als die Juden im Osten unter den schrecklichsten Bedingungen getötet wurden, stellt eindeutig eine Verfolgung aus politischen und rassischen Gründen in Verbindung mit Kriegsverbrechen im Sinne der Charta dar und ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Streicher und Hans Fritzsche, der führende deutsche Nazi-Rundfunksprecher, waren die ersten Personen, die für das angeklagt wurden, was später als Aufwiegelung zum Völkermord eingestuft werden sollte. Göring, Streichers Erzfeind, beging nur Stunden vor seiner Hinrichtung Selbstmord. Streichers Tod war wesentlich schmerzhafter. Er wurde von dem amerikanischen Armeesergeant John C. Woods hingerichtet, der keine dokumentierte Vorkriegserfahrung als Henker hatte. Es wird angenommen, dass er seine Arbeit absichtlich schlecht ausführte, um die 10 Nazi-Kriegsverbrecher, die er an diesem Tag hinrichtete, einen langen, qualvollen Tod erleiden zu lassen.
Die Fallhöhe des Galgens der von Feldwebel Wurz hingerichteten NS-Kriegsverbrecher reichte nicht aus, um ihnen das Genick zu brechen, was in einigen Fällen zu einem minutenlangen Todeskampf führte. Außerdem war die Falltür zu klein, sodass sich mehrere der Verurteilten beim Sturz blutige Kopfverletzungen zuzogen. Am 16. Oktober 1946, dem Tag seiner Hinrichtung, rief Streicher am Fuß des Schafotts Heil Hitler. Der amerikanische Offizier sagte daraufhin: „Fragen Sie den Mann, ob er noch letzte Worte hat." Als der Dolmetscher übersetzt hatte, rief Streicher: „Die Bolschewiken werden Sie eines Tages hängen." Als die schwarze Kapuze über seinen Kopf gezogen wurde, hörte man Streichers gedämpfte Stimme sagen: „Adele, meine liebe Frau." In diesem Augenblick öffnete sich die Falltür mit einem lauten Knall. Joseph Kingsbury Smith, der für den International News Service über die Hinrichtungen berichtete, schrieb, dass Streicher, damals 61 Jahre alt, strampelnd zu Boden fiel und man ihn unter dem Schafott stöhnen hörte. Da er vom Galgen fiel, ohne sich das Genick zu brechen, dauerten seine qualvollen Zuckungen 15 lange Minuten, bevor er starb. Danach wurde sein Leichnam verbrannt und seine Asche in der Isar verstreut. Sergeant Woods betonte später nicht nur, dass er alle Hinrichtungen korrekt durchgeführt habe, sondern erklärte auch, er sei sehr stolz auf seine Arbeit. Es wurden keine Tränen für Julius Streicher vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.